Was ist das? Hi, Piper Hart? Ja? Hallo. Ja, hallo, hier ist Captain Man. Und Kid Danger. Oh, hi! Ist das eine geheime Captain-Man-Verbindung? Ja, eine direkte Leitung zur Präsidentin der Captain-Man-Fans. Ja, genau. Und wir brauchen deine Hilfe. Ich tue es. Gut, okay, aber du weißt doch noch gar nicht, was du tun musst. Das ist völlig egal. Du musst für uns raus. Sag nichts mehr. Also eine Info werde ich wohl doch brauchen. Oh, so ein Käse. Hast du sie erreicht? Nein, und ich krieg immer dieselbe Nachricht. Hör zu. Tut uns leid, aber die Nummer, die Sie gewählt haben, wurde verbrannt. Schön blöd. Weitere Versuche sind sinnlos. Legen Sie auf. Nochmal versuchen? Ich weiß nicht, was wir sonst tun sollen. Komm schon. Hey, wow. Hier liegt ein Notfall vor und du willst einfach abhauen. Echt jetzt? Hör mal, ich kann dir das erklären. Ja! Hey, aber Schrott, das kannst du nicht machen! Komm zurück! Ach, entschuldige, Piper. Ja? Eine Frage, könntest du etwas schneller fahren? Wir müssen schneller fahren. Dann bin ich aber viel zu schnell und verstoße gegen das Gesetz. Also, Kleine, wir sind das Gesetz. Du musst viel schneller fahren. Idiot! Hey, hallo! Geh aus dem Weg! Okay. Okay, Schwarz, was sollen wir tun? Kannst du sie entschärfen, ohne dass was passiert? Ja. Ich weiß endlich, was ich zu tun habe. Oh, klasse, ein Glück. Okay, Jesper, du knippst den Orangendraht durch. Nachdem Charlotte den weißen Draht durchtrennt hat. Wie, was? Nachdem Charlotte den weißen Draht durchtrennt hat, knippst du den... Ich hab den Orangendraht schon durchtrennt. Aber wieso hast du das getan? Na, weil du es ihm gesagt hast. Aber ich hab gesagt, dass ich ihn durchtrennen soll. Das hast du zu spät gesagt. Wo wart ihr beide denn, ha? Ihr habt vergessen, die pfeifende Susi mitzunehmen. Das wissen wir. Was passiert hier gerade, Leute? Die kleinen gelben Dinger, das seht ihr, die pulsieren gerade. Was tun die? Und was ist damit? Das ist der Kern der Bombe und gleich macht alles Boom. Oh nein. Gut, das heißt also, dass diese drei Bälle und sonst in der Bombe nichts explodiert? Ja, ihr müsst sie euch einfach als leuchtende schwedische Fleischbällchen vorstellen, die gefährlich sind. Die wirst du essen müssen. Was? Ja, du musst sie essen, die kleinen gelben Fleischbällchen. Tu ich nicht. Doch, er hat völlig recht. Ray ist unzerstörbar. Ja, das ist richtig. Der Kern explodiert dann einfach in deinem unzerstörbaren Bäuchlein. Hey, geh von meinem Bäuchlein weg. Ich esse keine Bomben, okay? Vergesst es. Hey, ist die Bombe. Ach, sehr still. Ist die Bombe. Klappe. Ist die Bombe. Lass das. Hört auf damit. Ist die Bombe. Ich kann doch Anfeuerungen nicht widerstehen. Ist die Bombe. Es wird mir wehtun, wenn sie in meinem Bauch explodiert. Ist die Bombe. Hört doch auf. Ist die Bombe. Ich will nicht. Ist die Bombe. Gut, bitte sehr. Ja, ist okay. Ihr wollt unbedingt, dass ich die Bombe esse. Das wollt ihr also wirklich? Na bitte, ich tu's. Ich esse die Bombe und fahr sofort. Aber ihr seid ja so leise. Geht das denn nicht noch lauter? Was? Diese Bombe? Ich soll diese Bombe essen? Ist die Bombe. Gut, okay, dann geht es jetzt los. Ist die Bombe, ist die Bombe. Ja! Und den zweiten Platz jetzt von dir auf. Los, gut, mach ich. Hin, Ray. Ist die Bombe, ist die Bombe, ist die Bombe. Es folgt die Nummer 2. Ja! Und jetzt den dritten Ball, runter damit. Das schmeckt wie Schutan, Baby. Okay, Leute. Ist die Bombe, ist die Bombe. Ja, cool. Ja! Ja, schon klar. Pfeifende Susi. Die pfeift noch mal, bevor sie mit... Oh nein! Das geht mir gut! Ja! Alles gut gegangen! Du hast es hingekriegt! Ja. Du hast uns gerettet! Truppenknuddler! Nein! Knuddeln ist aber eine ziemlich schlechte Idee, Leute! Wieso denn?